Neue wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass es völlig natürlich ist, dass das menschliche Leben vor allem von alten Leuten immer mit dem Tode endet. Mithilfe modernster Spezialinstrumente und in komplizierten Reihenuntersuchungen hat man außerdem festgestellt, dass der mittels Gewaltanwendung erfolgende, nicht natürliche Tod alter Menschen verhindert werden kann. Herkömmliche Fitnessprogramme, so ein weiteres Ergebnis der Forschung, schützen die Alten ebenso wenig wie allmorgendliches, heftiges Joggen. Im Seniorenheim Bergedorf hat man jetzt ein spezielles Überlebenstrainings-Schockprogramm für Alte entwickelt. Die erste Übung soll den angreifenden Gegner akustisch außer Gefecht setzen. Dadurch, dass wir die Hände hohl machen, pressen wir quasi die Luft beim Zusammenschlagen pressen wir die Luft, die hier sich in den Hohlräumen bildet, in den Gehörgang rein. Und dadurch kann unter Umständen das Trommelfell platzen oder andere Schädigungen des Gehörganges, sag ich mal. Greift der Gegner mit geplatztem Trommelfell weiterhin munter an, kommt Übung Nummer 2 zum Tragen. Sie stärkt auch die oft schon eingefallenen Lungen. Der Luftballon dient als imaginärer Angreifer. Naturgetreue Gesichter werden aufgemalt. Und das ist ja so, dass jeder normale Mensch eigentlich Skrupel hat, mit den Fingern in die Augen zu stechen. Und jetzt versuchen wir halt eben durch diese Übung ein bisschen die Skrupel zu mindern. Wichtig ist, dass ohne Skrupel mit ausgestrecktem Zeige- und Mittelfinger zugestochen wird, damit die Augäpfel des Angreifers mit möglichst lautem Knall herausspringen. Wenn aber ausgestochene Augen und geplatztes Trommelfell nicht abschrecken, bleibt nur noch der beherzte Tritt ins Eingemachte. Von unten nach oben das Knie hochziehen, das ist wie ein Trichter. Das trifft immer genau ins Ziel. Wer das altersschwache Knie nicht mehr schnell genug hochkriegt, kann auch die Hände zu Hilfe nehmen. Den Händen reinfassen, quetschen, drehen, reißen. Je nachdem, was für eine Hose hat er. Wenn er eine Lederhose anhat oder so, ist natürlich schlechter, richtig reinzufassen. Eine Sommerhose ist natürlich besser. Der so entmannte, blinde und taube Angreifer muss jetzt nur noch der Polizei übergeben werden. Sie regelt alles Weitere.